Moin Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute geht es am Lupo 3L weiter. Also wer von euch das letzte Video verfolgt hat, weiß inzwischen, dass der Kupplungsnehmerzylinder defekt ist. Diesmal machen wir es richtig, es ist nicht der Geber, es ist der Nehmerzylinder. Beziehungsweise, dass der Kupplungsnehmerzylinder undicht ist. Ich habe mich dementsprechend auf den, ja, wie soll man sagen, auf den Kleinanzeigenbörsen rumgetrieben und habe einen gebrauchten Kupplungsnehmerzylinder gekauft, denn ich habe es irgendwie nicht eingesehen, 550 Euro zu zahlen für einen neuen. Das ist einfach zu teuer. Und ich habe schon so viel Geld in den Wagen gesteckt, da wären 550 Euro dann auch nicht wirklich notwendig. Dementsprechend habe ich einen gebrauchten gekauft gehabt und zeitgleich haben wir aber auch noch eine dritte Bremsleuchte endlich bekommen. Diesmal ist es sogar die richtige. Hat mir ein netter Verkäufer für 15 Euro zugeschickt, den gebrauchten Nehmerzylinder. Der wurde mir als voll funktionsfähig verkauft. Ich hoffe, das stimmt auch. Den habe ich für 180 Euro erworben. Ja, und ich würde sagen, in dem heutigen Video werden wir gemeinsam den Kupplungsnehmerzylinder ausbauen, ihn einmal tauschen, die Getriebegrundstellung danach durchführen, denn ohne die funktioniert das Ganze nicht, weil wir einen anderen Nehmer haben und am System rumfummeln. Und dann kann der Wagen endlich hoffentlich wieder auf die Straße, denn aktuell fahre ich mit einem Auto rum, womit es einfach gar keinen Spaß macht, die Strecke hier zu fahren. Ja, seid gespannt, ich packe euch zur Seite und wir fangen an. Ach, das hatte ich ja bereits im letzten Video erwähnt gehabt. Und zwar war ich der Meinung, dass ein Halter dort unten am Getriebe gefehlt hat. Und tatsächlich hat dort ein Halter gefehlt. Also ich war jetzt nochmal im Internet unterwegs und habe mir den Halter nachbestellt. Der wird hier nämlich eingespannt und dann hält er nämlich den Zylinder. Weil sonst schlabbert das Ding da unten ja ganze Zeit nur rum. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es dadurch kaputt gehen könnte, beziehungsweise dass die Werte dann immer wieder abweichen und nicht im Toleranzbereich liegen. Ich hoffe mal, dass wir dadurch ein bisschen Besserung haben. Ich muss mal gleich gucken. Also ich werde das System erstmal stromlos machen, dann werde ich es drucklos machen, indem ich den Druckbehälter öffne. Und dann muss ich selber mal schauen, wie man überhaupt das Teil ausbaut. Also ich sehe, hier oben ist irgendwie so eine Art Stecksystem mit Klammern. Das werden wir öffnen müssen. Wahrscheinlich gibt es dann eine Riesensauberei, weil das Hydrauliköl ausläuft. Aber das werdet ihr ja gleich sehen. Und dann würde ich sagen, kann man das Teil tauschen. Also es sollte jetzt nicht so lange dauern, behaupte ich jetzt einfach mal. Ich glaube, die Getriebegrundeinstellung dauert länger. So, das System ist bereits stromlos. Stecker hatte ich ja schon abgezogen gehabt. Jetzt muss ich mal gucken, ist das ein 24er oder 27er Schlüssel, den ich hier brauche? Ein 24er. Jetzt werde ich den Druckbehälter öffnen. Langsam. Ist da überhaupt noch Druck drauf? Da ist kein Druck drauf, aber hier solltet ihr aufpassen, da ist normalerweise Druck drauf. Ja, jetzt beginnt das große Rätseln. Wie demontiert man das Teil einzeln, beziehungsweise nicht wie demontiert man es einzeln, sondern auch wie kriegt man das hier unten ab? Da bin ich mal echt gespannt. Also ich werde da gleich mal die Kamera nehmen und von unten reingucken, wie das denn überhaupt befestigt ist. Was ich jetzt allererst machen werde, ist die Steckverbindung lösen zum Nehmerzylinder. Und zwar ist das ein ganz normaler dreipoliger Stecker. Der ist hinten drauf, einfach nur drauf gesteckt. Den lösen wir einmal. Guck mal, dass ich euch das gleich zeige im Nahen. So, das haben wir schon mal ab. So, was genau habe ich gemacht? Ich versuche es euch mal zu zeigen. Wir haben hier hinten den Kabelbaum. Ihr seht hier den Kupplungsnehmerzylinder. Da zeige ich mit meinem Finger drauf und hier hinten ist noch der Stecker, der hier lose rumliegt. Den habe ich jetzt erstmal gelöst. Das war Schritt Nummer 1 und jetzt gehen wir weiter. Jetzt müssen wir wieder ein bisschen nach oben. Also als nächstes würde ich jetzt den Kupplungsnehmerzylinder hier von der Gabel runternehmen. Jetzt muss ich mal gucken, wie die am besten gespannt bekommen. Ach, hier ist auch echt wenig Platz, um das zu zeigen, aber ich hoffe, man sieht es einigermaßen hier unten. Ich bin der Meinung, ich hatte damals eine Zange genommen und habe die Gabel nach hinten gedrückt, so wie mein Finger sich bewegt, nach hinten und habe dann das Element rausgezogen. Ich denke mal, so werde ich es auch wieder machen. Ob das nun der richtige Weg ist oder nicht, das kann ich nicht sagen. Ich mache es jetzt einfach so, weil ich denke, dass es richtig ist. Falls ihr eine andere Herangehensweise habt oder eine Idee, wie man das machen kann oder machen sollte, gerne Info in die Kommentare. Also ich habe keinen Leitfaden, dementsprechend wird das jetzt einfach Freestyle hier gemacht. Ich hoffe, man kann es sehen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das der richtige Weg ist, aber ich weiß mir gerade nicht anders zu helfen. Ich wüsste nicht, wie man so viel Kraft aufbringen kann, um den Hebel hier umzulegen. So. Dementsprechend mache ich das einfach so. In dem Fall mit einer Brechstange. Jetzt haben wir den Nehmerzylinder hier schon mal ausgehangen.
Jetzt kann ich den sogar entfernen, wenn ich mich nicht täusche, oder? Ja. So, schaut mal. Jetzt haben wir den schon mal hier oben. Sind wir schon mal einen ganzen Schritt weiter jetzt. Juhu. Ja, jetzt kommt die Hydraulikleitung. Das ist hier auch ein Gewusel, ne? Unglaublich. So, Hydraulikleitung. Die geht jetzt hier ran. Ist die mittlere Leitung. Aber wie macht man die jetzt ab? Also als nächstes habe ich jetzt die drei Schrauben des Hydraulikblocks gelöst. Aber haben wir eine 13er Mutter hier. Da hinten, also auf der rechten Seite sind zwei 13er Muttern und hier drüben ist auch eine 13er Mutter. Dann kann ich nämlich den Hydraulikblock ganz entspannt rausnehmen und so umdrehen und endlich mal gucken, was hier überhaupt los ist. Beziehungsweise wo gehen die Leitungen hin, wie sind die befestigt? Und ich sehe, die sind komplett gesteckt. Wie kriege ich die denn locker jetzt? Das ist eine echt gute Frage. Ich sehe, hier liegt eine Dichtung zwischen, aber ich glaube, ich muss die Imbusschraube hier lösen. Boah, dann wird mir aber die ganze Suppe hier auslaufen. Das ist ja super. Toll. Naja, gut. Ich denke mal, wir probieren es einfach mal so aus. So, der Imbus hier ist ein 5er-Imbus, wenn ich mich nicht täusche. Ja, ich werde es jetzt einfach mal öffnen. Und dann schauen wir mal, was passiert. Ich hoffe, ich mache mir jetzt nicht eine Riesensauerei hier. So, ich werde jetzt mal hier ein bisschen reinhebeln. Boah, ich hoffe, es spritzt nicht gleich überall hin. Da habe ich gar keinen Bock drauf. So. Und es passiert einfach gar nichts. Optimal. So könnte es immer sein. Wenn nichts passiert, ist doch noch besser. Kommt ja nicht mal was rausgelaufen. Ha. Ja, man muss auch mal Glück haben im Leben, ne? Also jetzt nochmal im Nahen. Was haben wir hier genau? Hier sind die drei Leitungen. Hier ist die Diskupplung Nehmerzylinders. Und die Dichtung sieht auch noch gut aus tatsächlich. Aber jetzt muss ich hier diese Dichtplatte, die ist auch nochmal mit einem Torx befestigt, lösen und ich glaube zur Seite schieben. Und wenn die zur Seite geschoben ist, dann kann ich das Teil nämlich entriegeln und den neuen Nehmerzylinder reinpacken. Und dann müssten wir ja eigentlich einfach wieder alles zusammenschrauben. In der Theorie. Wir werden es gleich sehen. Okay, die Platte, die ganzen Leitungen hier in Position hält, die Schrauben sind alle eine 25er Torx-Schrauben sind das alles, wenn ich mich nicht täusche. Ja, 25er. Lösen wir jetzt mal. Und drei Schrauben sind das insgesamt, die wir lösen müssen, sehe ich gerade. Ich glaube, die arbeiten hier zusammen. Die arbeiten im Team. So. So. Jetzt müsste ich doch die Platte gleich nach vorne schieben können. Und das Ganze entriegeln. Oder? Doch, müsste eigentlich gehen. Sie bewegt sich schon ein bisschen. Boah, ist aber ordentlich Kraft anzuwenden. Ich hole mal eine Zange. Ach, das ist ja interessant. So wie man die Platte bewegt, sind nicht immer alle Leitungen frei, sondern die äußeren sind jetzt blockiert und unsere Leitung ist frei, die wir brauchen. So, Kupplungsnehmerzylinder. Einmal runter mit dir. Zack, zack. Boah. Also das ist wirklich keine schwere Arbeit, das ist einfach nur eine sehr fummelige Arbeit hier aktuell. Ja. So, schaut mal, da haben wir den Zylinder schon. Zack. Na, wo hänge ich den jetzt fest? So, da haben wir den alten Zylinder. Also ich habe mir jetzt mal beide nebeneinander gelegt. Einmal, muss ich euch mal kurz zeigen hier. Einmal meinen alten, der bereits verbaut war und einmal den, der reinkommen soll. Ich muss ja ganz ehrlich gestehen, ich finde, meiner sieht irgendwie besser aus. Also zumindest vom optischen her ist er nicht so abgeranzt. Dementsprechend würde ich fast vermuten, er wurde schon mal gemacht. Ich meine, 330.000 Kilometer. Ich bezweifle es irgendwie, dass es noch der erste sein wird, aber man weiß es ja nie, ne? Ja, sonst habe ich mal geschaut, ob man hier irgendwo einen Unterschied sehen kann. Nichts. Also, ich kann nicht zuordnen, wieso, weshalb, warum das da hinten undicht geworden ist. Ich werde später nochmal komplett auseinandernehmen, aber erstmal will ich den Wagen zum Laufen bekommen, denn ich brauche ein Auto zum Fahren. So, ich würde mal sagen, ich schmeiß den, ja, neuer ist es ja nicht, aber den anderen gebrauchten Zylinder jetzt mal rein und ja, bauen wir das Ganze wieder zusammen, ne? Und dann schauen wir mal, was das Ergebnis von der ganzen Nummer ist. So, irgendwie wieder dazwischen fummeln hier. Zack, zack. Bringe ich ihn jetzt hier fest. Jetzt musste ja das Ding hier wieder zurückgeschoben werden. Okay. Ja. Und es hält auch schon direkt. Ah. Pff, ja. Das war jetzt wirklich einfacher als erwartet.
Ich ziehe mal die drei Torx-Schrauben wieder fest, handfest, weil ich keine Newtonmeter-Angabe dafür habe. Und dann schrauben wir das hier unten wieder rein. Ja, jetzt muss ja eigentlich nur noch die Verbindung wieder raufgesteckt werden, ne? Unten, oder? Ja, doch. Und dann wieder mit der Imbusschraube festgezogen. Also ist wirklich kein Hexenwerk. Das ist, geht besser als erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich dachte, mich erwartet jetzt hier das reine Chaos, ehrlich gesagt. Aber dass das so geht, hätte ich nicht gedacht. Gut, die Getriebegrundeinstellung wird natürlich noch einen Moment in Anspruch nehmen dann. Das ist immer so ein, ja, filigrane Arbeit, nennen wir es mal so, ne? Das kommt noch, aber das machen wir ja am Ende. Erstmal werde ich den Zylinder hier drin haben, das System einmal wieder ein bisschen befüllen, weil, wie man am Füllstand sehen kann, ist es leer. Oder so gut wie leer, besser gesagt. Und dann schauen wir mal weiter. So, ich schmeiß das Ganze hier mal in umgekehrter Reihenfolge wieder rein. Wir haben hier diese drei 13er Muttern, eine hier, zwei dort drüben. Werde den Gangsteller, nicht den Gangsteller, hier den Kupplungsnehmerzylinder hinten wieder draufpacken, den Arm vom Getriebe wieder mit einer Stange zurückdrücken, damit ich das einspannen kann und den Halter montieren, der bei mir gefehlt hat. Und dann werde ich mal das System befüllen und wir schauen dann mal, wie es denn aussieht, ob ich die Getriebegrundeinstellung schon machen kann oder ob noch irgendwelche Probleme auftreten. Also als nächstes geht es nun weiter mit der Einstellung des Kupplungsnehmerzylinders. Wir müssen einmal das System druckfrei machen, das heißt, wir werden gleich den Stecker ziehen, den Druckspeicher nochmal öffnen, dass hier der Druck entweicht und später wieder festziehen. Ich glaube, 40 Newtonmeter waren das. Und dann brauchen wir einen 10er und 13er Ringschlüssel für unten, weil wir gleich die Mutter ein bisschen lösen werden und kontern. Ja. Und wir benötigen VCDS, beziehungsweise ein Diagnoseprogramm, womit ihr auf die Messwerte zugreifen könnt. In meinem Fall ist es VCDS, was ich hier nutzen werde. Gut, dann wollen wir mal damit loslegen, oder? So, erstmal den Stecker abziehen wieder. Dann werde ich jetzt den Tankeimer öffnen. Dafür nehme ich den guten 24er Schlüssel. So, reicht schon. So, da sieht man auch, dass der Ölstand sich wieder ausgleicht und nach oben kommt. Ziehe ich das Ganze wieder fest, denn der Druck ist draußen. Sollte reichen. Jetzt werde ich einmal VCDS holen, das Ganze anschließen und dann nehme ich euch im Innenraum weiter mit. So, ich bin jetzt im Innenraum hier und in VCDS drinne. Ich bin schon ins Getriebesteuergerät reingegangen und wir sehen, es sind diverse Fehler hinterlegt. Können wir eigentlich ignorieren bzw. einmal löschen. Fehlerspeicher wird sowieso gleich wieder gefüllt werden, vermutlich, weil wir ja auch den Druckspeicher nicht richtig dran haben. Gehen wir auf Messwertblöcke und dann gehen wir auf Messwertblock Nummer 2. So, jetzt sehen wir hier den Wert, der uns eigentlich interessiert. Block Nummer 2, Getriebesteuergerät, unter Messwertblöcke, Geber für Kupplungsweg, 1,99 Volt. Ist leicht außerhalb der Toleranz. Wir wollen eigentlich am besten zwischen 1,85 und 1,95 liegen. Und dementsprechend werde ich jetzt einmal den Laptop vorne in den Motorraum hängen. Und wir werden einmal mit dem 10er und dem 13er Schlüssel die Einstellung vornehmen, dass alles optimal eingestellt ist. Ich würde sagen, wir gehen auf 1,90 und dann schauen wir mal weiter. So, also der Wagen ist jetzt auf Kontakt gestellt. Wir befinden uns in der Tiptronic-Gasse, also nicht auf Stopp, sondern einfach im neutralen Bereich. Ich habe hier meinen Laptop vorne hingestellt bereits, werde die Werte beobachten. Und wir werden uns jetzt hier runter begeben. Da haben wir einmal die 13er und einmal die 10er hier vorne. Die 13er lösen wir, das ist die Kontermutter. Und dann werden wir mit der 10er einstellen, sodass wir auf 1, ja, je nachdem was er wünscht, zwischen 1,85 und 1,95 hinkommt. Ich bevorzuge 1,90, das hatte ich davor auch eingestellt gehabt, hat super funktioniert und dementsprechend werde ich es auch wieder so einstellen. Ich habe das Ganze jetzt mal mit der Hand vorne gedreht, weil es super einfach ging. Der 13er Schlüssel liegt noch drauf, mit dem werde ich gleich wieder festkontern. Ich zeige euch gleich mal den Wert am PC. Einen Moment, ich gehe noch mal ein bisschen runter, weil vermutlich durch das Kontern der Wert auch wieder ein bisschen steigen wird. So, jetzt gehe ich mal hier rüber. Jetzt haben wir hier 1,88, ich hoffe, man kann es sehen, also der Zoom ist nicht unbedingt optimal. 1,88 Volt haben wir jetzt gerade. Jetzt werde ich den Kupplungsnehmerzylinder wieder kontern, Vornahmeseilzug. Und dann geht es drinnen nochmal weiter. Der Hydraulikblock ist wieder angeschlossen. Kabel ist auch an, also wieder drauf. Bitte wieder festziehen, sonst kommt euch gleich die ganze Suppe raus.
Wir springen jetzt in den Innenraum und werden dort gleich weitermachen. Wir müssen uns nämlich hinsetzen, das Bremspedal mehrmals betätigen und den Wert überwachen. So, die Hydraulik hat einmal aufgeladen, wie es sein soll. Wir gucken uns jetzt weiter in dem Getriebe den zweiten Messwertblock ein. Wir haben den auf 1,91 eingestellt. Jetzt treten wir das Bremspedal, halten es und ihr seht, der Wert springt auf 3,7981 hier. Das ist auch gut so. Und wenn ihr loslasst, ich lasse jetzt die Bremse los, fällt dieser ab. Und zack, sind wir auf 2,01 verstellt. Das heißt, ich muss nochmal nachjustieren. Ich wiederhole den Vorgang jetzt 4-5 Mal und schau mal, ob der Wert sich noch weiter verändert. So, Nummer 2. Ihr könnt das auch noch sehen. Jetzt drücke ich wieder, lasse los, er fällt wieder ab. Ich drücke wieder, 3,8. Lasse los, fällt ab auf 2,1. Also er fällt immer wieder auf 2,1 runter, was mir aber immer noch zu hoch ist. Also 1,90 wollen wir haben. Ja, das heißt, wir wiederholen jetzt den Vorgang. Wir gehen vorne wieder in den Motorraum, nehmen den Stecker von der Hydraulikeinheit ab, schrauben den Tank auf, lassen das Druck, also den Druck im System raus, schrauben ihn wieder zu und dann justieren wir wieder nach mit der 13er und 10er Mutter direkt vorne am Kupplungsnehmerzylinder. Und den Vorgang wiederholen wir so lange, bis wir den gewünschten Wert haben. Also wie gesagt, zwischen 1,85 und 1,95 sollten wir den haben. Ich habe jetzt das Ganze nochmal zweimal nachjustiert. Jetzt sieht das wie folgt aus. 1,88 und wenn ich die Bremse betätige bzw. die Bremse drücke, sind wir bei 3,80 und lassen es wieder abfallen auf 1,89, 1,88. Jetzt wird nämlich Folgendes passieren. Ich werde die Mutter vorne endgültig kontern und durch das Kontern wird der Wert sowieso nochmal um 1-2 Punkte steigen. Und dann bin ich genau auf dem Punkt, wo ich hinkommen möchte. Dann haben wir auch den Kupplungsnehmerzylinder einmal richtig eingestellt. Und ich würde sagen, dann geht es weiter mit der Getriebegrundeinstellung und der Kriecheinstellung, damit wir den Wagen endlich wieder fahrbar haben. So, weiter geht's in den Innenraum. Ich werde euch einmal erklären, wie die Getriebegrundeinstellung funktioniert. Die werdet ihr dann auch so durchführen. Ich habe sie ja schon gemacht gehabt, dementsprechend werde ich sie jetzt nicht nochmal starten. Nicht, dass ich mir da irgendwas verstelle oder sonstiges. Das Ganze sieht wie folgt aus. Schalten wir den Wagen auf Kontakt, so dass hier die Leuchten an sind. Gehen in die Tiptronic-Schaltgasse, also Plus, Minus, RND. Dann geht es weiter mit VCDS. Wir gehen in das Getriebesteuergerät. Machen einmal den Fehlerspeicher leer, der muss leer sein, sonst werdet ihr die nicht erfolgreich durchführen können. Dann gehen wir in den Reiter Grundeinstellung, Nummer 4, und in den Messwertblock 14. Drückt auf Start und der Rest ist eigentlich ziemlich selbsterklärend. Ich werde das gleich einmal mit euch durchgehen. Also, im ersten Block ist die Anweisung. Der Wagen sagt euch quasi, was er von euch möchte. Dementsprechend, was hier steht, solltet ihr Folgendes machen. Ich packe euch mal die Tabelle rein, welche Anweisungen es alle gibt. Wenn ihr den Anweisungen folgt, könnt ihr hier in der Getriebeposition den Fortschritt beobachten. Dieser geht von 0 bis 28 hoch. Das Getriebe wird insgesamt 28 verschiedene Positionen durchfahren. Wenn das fehlerfrei verläuft, habt ihr danach die Getriebegrundeinstellung durchgeführt. Also nachdem ihr die Anweisungen verfolgt habt, sollte dort nun ein Fehler stehen, RTFM, gibt es folgende Fehlercodes und die Beschreibung, was das Problem sind, einmal hier. Nachdem ihr eurer Meinung nach das Problem behoben habt, startet ihr die Getriebegrundeinstellung einfach wieder von vorne. Das heißt, ihr packt den Wagen auf Kontakt, geht wieder in die Tiptronic-Schaltgasse, Steuergerät Nummer 2, Fehlerspeicher löschen und dann in die Grundeinstellung Nummer 4 und den Block Nummer 14 und die Getriebegrundeinstellung nochmal durchführen. Und das wiederholt ihr so lange, bis die Getriebegrundeinstellung erfolgreich durchgeführt wurde. Solltet ihr immer wieder dieses RTFM bekommen, kann natürlich auch ein mechanischer Defekt an dem Bauteil vorliegen, aber ich sag mal so, wenn es beim ersten Versuch nicht klappt, macht euch keine Gedanken, meistens klappt es beim zweiten oder dritten Mal auf jeden Fall. Wenn ihr im ersten Block ganz vorne die Meldung Adjust bekommt, mit dem Ausrufezeichen hinten, bedeutet das, dass ihr den Schaltfinger justieren müsst. Ich werde euch gleich hier vorne ein Bild einblenden, einmal wie das Ganze aussieht. Das ist der Schaltfinger vom Gangsteller. Und zwar öffnet ihr einfach die Motorhaube und ihr seht unten den Gangsteller und dort ist einfach eine 10er-Mutter, beziehungsweise nee, 13er-Mutter ist das. Die löst ihr einfach und schraubt sie wieder fest. Und schon habt ihr das Adjust durchgeführt.
So, nachdem wir nun das Getriebe erfolgreich eingestellt haben, werden wir nun den Kriechpunkt anlernen. Was müssen wir dafür tun? Ich starte den Wagen gleich erstmal und werde ihn im Leerlauf ein bisschen laufen lassen, da wir Betriebstemperatur dafür benötigen. Das heißt, im ersten Schritt startet ihr einfach den Wagen, stellt ihn auf neutral, zieht die Handbremse an und lasst ihn einen Moment laufen, bis er warm geworden ist. Und ich hole euch ab, sobald es soweit ist. So, wir sind zurück. Motor ist auf Betriebstemperatur. Ich werde ihn jetzt einmal ausschalten. Jetzt ist er aus, man hört's. Soll er kurz mal hochpumpen. So, Zündung aus. Jetzt mache ich Zündung auf an. Auto ist immer noch aus. Handbremse anziehen. Haben wir. Motor starten. Perfekt. So. Dann gehen wir jetzt ins Getriebesteuergerät wieder. Steuergerät Nummer 2. Optimal. Typischer VW-Effekt. Man will es machen und es funktioniert nicht. Also wir gehen ins Getriebesteuergerät. Ich warte jetzt mal, dass es sich verbindet. So, nach 25 Versuchen hat es endlich geklappt. Ich bin im Getriebesteuergerät. Wir sind jetzt im Getriebesteuergerät Nummer 2. Jetzt werden wir den Messwertblock Nummer 8 öffnen. Also Nummer 8 hier. Dann gehen wir auf Block Nummer 25. So. Start. So, könnt ihr sehen, Kriechpunkt bei 69,9, Schleifpunkt bei 76,7. Verbleibende Kriechpunktanpassungen 0 und gefiltertes Motordrehmoment 254. So, sollte bei euch hier keine 0 stehen, sondern eine andere Zahl, dann müsst ihr den Kriechpunkt anlernen. Und das machen wir jetzt wie folgt. So, also nochmal kurz gefasst, was ihr machen müsst. Ihr zieht die Handbremse, ihr drückt mit eurem Fuß auf die Bremse, haltet die Bremse fest, geht in die D, also für Drive. Dann bemerkt ihr, wie wenn ihr die Bremse loslasst, wie euer Wagen nach vorne möchte oder halt nicht. Wenn er noch nicht nach vorne möchte, ist der Kriechpunkt halt ganz oft. Das werdet ihr auch an der Zahl sehen. Und desto öfters ihr diesen Schritt wiederholt, desto näher kommt ihr an die Null. Und da bemerkt ihr auch, sobald ihr sozusagen von der Bremse runtergeht, dass euer Auto losrollen möchte oder losfahren möchte. Das ist die Kriechpunkt, also das ist, wie man den Kriechpunkt halt anlernt. Ne? Das heißt nochmal kurz gefasst, Handbremse ziehen, Bremse drücken, Schaltung auf D. Die Werte hier überprüfen. Wichtig ist der dritte Wert halt. Da muss 0 stehen am Ende. Wenn ihr da eine Zahl stehen habt, ist das die Anzahl von Vorgängen, die ihr wiederholen werdet. Dann geht ihr von der Bremse runter. So, mein Auto möchte nach vorne, also passt das. Und das macht ihr so oft, bis ihr die 0 erreicht habt. So, und so kommen wir zum Ende. Also wie ihr sehen konntet, nicht wirklich sonderlich aufwendig. Ihr benötigt halt VCDS als Spezialsoftware, um den Digitalpart zu erledigen, also das die Getriebegrundeinstellung, den Kupplungsnehmerzylinder, den Wert einzustellen, sowie den Kriechpunkt anzulernen, aber an sich wirklich nicht kompliziert. Also rechnet mal circa eine Stunde für die Einstellsachen ein, das solltet ihr schon machen, dann könnt ihr das nämlich in Ruhe machen und immer wieder, bis es halt perfekt ist. Ne? Halt der aufwendigste Part meiner Meinung nach ist der Tausch des Kupplungsnehmerzylinders, aber wie ihr gesehen habt, ist das auch machbar. Also was habe ich da gebraucht? 25 Minuten circa, würde ich jetzt behaupten, ungefähr, ne? Ohne Hebebühne. Das geht ganz einfach ohne Hebebühne. Ja, falls ihr Fragen haben solltet zu der Reparatur, immer gerne unten in die Kommentare. Ich werde die Fragen gerne beantworten. Der Part mit VCDS ist halt relativ kurz gestrickt gewesen, einfach weil das die Vorgehensweise ist, wie man das macht. Falls Probleme auftreten, gerne unten in die Kommentare, dann schaue ich mal, was man da so machen kann, ne? Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, gerne Like oder Abonnement da lassen oder einen Kommentar für den Algorithmus, ne? Und dann hat sich das heute mit diesem Tutorial-Video. Also, ja, Lupo läuft und macht, was er soll. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Da geht es dann endlich weiter mit dem Polo WRC, dem Unfaller. Denn langsam sind alle Teile angekommen und ich freue mich wie Bolle auf das Projekt, habe ich richtig Lust drauf. Ja, und falls ihr noch nicht mein letztes Video gesehen habt, der Passat R36 Motortausch, dann schnell draufklicken, ist auf dem Kanal online. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann!